Die Sache war die, bisher bin ich halt immer in den Urlauben lieber verreist, also in den Bandurlauben. Und habe aber vorher erzählt, ja, wahrscheinlich fange ich jetzt mal an, mein Soloalbum aufzunehmen, weil es geht halt immer bei jeder Produktion darum, dass ich viel zu viele Stücke schreibe. Und dann heißt es immer, bin ich immer ein bisschen beleidigt und denke so, ach Mann, ich will aber auch, dass die rauskommen. Und dann mache ich halt mal ein Soloalbum. Letztes Jahr haben wir die wunderschöne Runter mit den Spendiosen Unsichtbare rausgebracht. Wir haben uns, glaube ich, anlässlich der Veröffentlichung auch mehrmals unterhalten über All. Und dann gab es Interviews dazu und irgendwann fragte ein Reporter, Bela, mit dem er gerade sprach, ich saß 3-4 Tische weiter in einem anderen Interview, ja, was macht ihr denn irgendwie nach der Tour, bla bla bla. Und Bela so, ja, ich drehe einen Film und Rod produziert eine Band und Farin Urlaub wird sein Soloalbum aufnehmen. Und ich so, hallo? Davon weiß ich ja noch gar nichts, dann war es halt raus. Und dann dachte ich so, ach, ist eigentlich auch cool, jetzt kann man es auch mal machen. Und dann habe ich angefangen und habe dann aber doch lieber neue Stücke geschrieben für das Soloalbum. Also ich habe immer noch, liebe Bands, wenn ihr Stücke braucht, ich habe einen Riesenstapel davon, ernsthaft. So 60 fertige Stücke, Farin Urlaub Stücke, echte Diamanten. Drei. Welche, sage ich nicht. Aber 13 neue. 13, verstehst du? Evil. Okay. Das ist jetzt schwer in Worte zu kleiden. Das hat sich für mich war das immer sonnenklar, wo der Unterschied ist. Einerseits sind die Texte, glaube ich, das war nicht beabsichtigt, das habe ich hinterher gemerkt, als ich das Album durchgehört habe, einen kleinen Hauch persönlicher. Zumindest klingen sie privater, persönlicher. Und bei den Ärzten ist das so, für die Gitarre nehmen wir uns pro Lied vielleicht so 2 Stunden Zeit, wenn es hochkommt. Also so anschließen, aufreißen, Sound suchen ist gut, warm, einspielen, fertig. Und da habe ich jetzt an allen Sounds extrem lange rumgebastelt und habe mir richtig so einen Gedanken gemacht, es gibt so Stücke mit richtig vielen verschiedenen Gitarrensounds in einem Stück und auch so anderen Percussion-Sachen. Ich habe halt mehr gebastelt. Beim Schreiben ergibt sich das mehr intuitiv. Also ich stelle ziemlich schnell fest, ein Stück wie Der Kavalier, was so ein Stück ist, Gesang mit Akustikgitarre und ein bisschen Slide-Gitarre dazu, das würde bei den Ärzten überhaupt nicht funktionieren, weil das wäre ein Stück, was nur für mich ist. Und da müssten halt Bela und Rod irgendwie rumstehen, wenn wir das live spielen. Und das ist irgendwie nicht der Sinn der Sache. Und so war das bei mir im Kopf zumindest immer ganz klar. Nee, nicht wirklich. Im Gegenteil, Hoffmann, mit dem ich das Album ja zusammen gemischt habe, hat sich gewundert, weil ich die Gitarren doch immer ziemlich leise gemacht habe. Er meinte, ich bin sehr bassverliebt zurzeit. Das wechselt immer so. Also auf diesem Album fand ich halt den Bass sehr wichtig. Ist jede Menge fetter, satter Bass drauf. Also Rock-Bass, nicht Hip-Hop-Bass. Also anderes Fett, nicht P-H-A-T, sondern F-E-Doppel-T. Jawohl. Und die Gitarre war noch warm. Das ist so gekommen, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich will jetzt einen Instrumentalsong schreiben. Und zwar sollte das einerseits ein langsamer Ska sein, weil ich mag Bläser sehr. Das ist quasi ein Bläser-Solo, zumindest die zweite Hälfte oder der zweite Teil. Und der erste Teil ist halt so eine Verbeugung vor Ennio Morricone, dem besten Filmmusiker aller Zeiten. Die Bastards-Bläser waren das. Jo. Die waren vor, auf der Attacke Royal Tour waren die bei uns mit, also haben uns unterstützt. Also die Bastards haben mit uns gespielt und ich habe mich quasi verliebt in die Band, weil die sind total klasse, ich liebe halt Ska. Dann haben wir letztes Jahr eine Single zusammen gemacht, also ich habe 2 Lieder geschrieben, die haben sie dann aufgenommen, dann haben sie mir die Aufnahmen geschickt, ich habe nochmal darauf gesungen und einen Ton Gitarre gespielt, original einen, das war sehr cool. Und ich habe sie aber schon damals gefragt, ob sie, wenn ich mal mein Soloalbum mache, ob die Bläser dann darauf hupen würden. Und haben sie gesagt, ja klar. Und so war es dann auch. Welche Reaktionen aus deinem Umfeld oder so auf die Platte? Ja, die sind tatsächlich durchweg positiv. Also so richtig enthusiastisch bis gut. Aber die meisten sind schon sehr enthusiastisch. Also gefällt den Leuten. Super. Die freuen sich total, dass ich das endlich gemacht habe. Weil jetzt nerv ich sie nicht mehr. Sonst ist es immer so, ich fahre in Urlaub, dann komme ich wieder und dann müssen sie sich Dias angucken, so again. Und diesmal müssen sie sich halt nur eine Platte anhören, war schon cool. Ich habe es selbst produziert, habe alles selber aufgenommen, bis auf Bläser und Streicher. Na, dass ich mein Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt habe, weil jetzt habe ich sie mir mal angehört, so im Vergleich auch zu anderen Produktionen, die klingt schon sehr fett, also ist gut produziert. Sie ist halt nur, dadurch, dass ich wenig Abstand hatte,
kam der hauptsächliche Produktionsprozess, außer dass ich natürlich darauf geachtet habe, dass die Signale sauber aufgenommen sind und so weiter, kam dann beim Mischen. Also dass ich entschieden habe, okay, dieser Teil ein bisschen lauter, dieser Teil ein bisschen leiser. Aber sie ist schon richtig produziert und ich bin halt der Boss. Ich war auch mein eigener Engineer und alle, das war richtig lustig. So Schlagzeugmikros aufgestellt, dann Schlagzeug gespielt, dann gehört, oh, ist nicht gut genug, wieder Schlagzeug gespielt, so, das ist schon cool. Ja, weil das habe ich mir nicht selber zugetraut und habe auch nicht die Geräte zu Hause zum Mischen. Da ist Hoffmann, der Ärzte-Co-Produzent ist, früher Ärzte-Produzent, jetzt Ärzte-Co-Produzent, weil wir produzieren ja auch selber ein bisschen. Der hat da einfach sein Studio seit mittlerweile, glaube ich, auch schon fast 4 Jahren. Und da bin ich sowieso sehr gerne, da haben wir die letzten beiden Ärzte-Alben gemischt, also das Live-Album und die Unsichtbar-CD. Und da war mir ganz klar, dass ich dahin wollte zum Mischen und war mir auch lieb, dass ich zum Mischen noch 2 fremde Ohrenpaare habe, also ihn und unseren Engineer Gerdi. Die haben mir halt sehr geholfen dabei. Also ich kann dir höchstens ein kleines Lowlight erzählen, aber ansonsten Highlight, du musst dir das so vorstellen, ich bin aufgewacht morgens, dann bin ich ins Studio gegangen, das hat zwar Tageslicht, aber das war halt so ein Raum und dann habe ich halt da so lange gearbeitet, bis ich umgefallen bin. Also von daher, Highlights gab es eigentlich immer nur, wenn ich Stücke fertig hatte und mir dann so einen kleinen Rough Mix zurechtgeschoben habe und mir das angehört habe und ich sagte, geil. Also so jetzt von wegen, ja, und an dem Tag kam irgendwie Bagheera der Panther ins Studio und dann habe ich mit Baloo und ihm zusammen ein Duett gesungen. Nein, ein Trio, meine ich, ein Terzett. Nee, es gab was Lustiges, also was eigentlich eher blöd ist. Es gibt ein Lied, wo ich mit dem Mix nicht glücklich bin, weil wir haben so viel Fotos geschossen, also wir haben 3 Tage Fotosession gemacht, während die Mixe liefen. Und da war ich halt beim Mixen nicht dabei und habe gesagt, das macht ihr mal. Und das ist dann halt, weil die Zeit uns weggelaufen ist, weil danach gingen die Ärzte auch wieder auf Tour, ist der Mix nicht perfekt geworden, aber es ist glücklicherweise nur eine B-Seite. Das hat sich jetzt ja schon ein bisschen Control-Freak-mäßig, ja. Ja. Ändert das irgendwas an deiner Arbeitsweise, wenn du jetzt ein bisschen mehr hast? Oder wird das? Nein, das sind 2 Paar Schuhe. Das ist so, stell dir vor, du hast eine Freundin, die ist, und eine andere Freundin, die ist ganz anders. Also sind einfach 2 verschiedene Geschichten. Weil diese Control-Freakige kann ich bei den Ärzten nicht ausleben und will ich auch gar nicht ausleben, weil dann würde ich auf diesen fantastischen Input von den anderen beiden verzichten bei meinen Liedern und durfte selber auch nichts dazugeben zu deren Lieder quasi. Also Ärzte sind eine Gruppengeschichte und mein Solo-Ding ist halt so Ego-Trip. Ja, ein bisschen schon. Eine Frage zum Ärzten. Wenn du ja, natürlich, klar. Eine gute Band übrigens. Ja, am Samstag gab es das Abschlusskonzert auf Westerland. Unfassbar. Also ernsthaft, ich will jetzt keinen Selbsthype machen. Wir haben auf dieser Tour einen Schritt gemacht, zu dem uns die Leute seit 4-5 Jahren geraten haben. Und wir haben immer gesagt, nein, wir spielen nicht noch größer. Und wir hatten jetzt die Wahl, in Städten wie Berlin, irgendwie, keine Ahnung, 10-mal in einem schon großen Club, in einer schon relativ großen Halle zu spielen oder eben 2-mal in der Wuhlheide mit 17.000 Leuten. Also 34.000 Leute, das ist schon echt, das war echt ein Trip. Und das haben wir in einigen Städten halt, sind wir einfach nochmal eine Nummer größer gegangen und haben es oft hingekriegt, nicht jedes Mal, aber oft in so einem Riesenteil mit wirklich super vielen tausend Leuten trotzdem eine Clubatmosphäre hinzukriegen. Und das war total geil. Weil die sind halt einfach noch lauter als im Club. Aber wir hatten bisher immer diese Dinge auf Festivals, muss man halt sehr plakativ sein. Also das war bisher unsere einzige Erfahrung mit über 6.000, 7.000 Leuten. Und wir haben jetzt halt diesen Schritt gemacht und sind nicht unglücklich darüber. Also es wird auch wieder eine Clubtour geben irgendwann, aber so war cool. War echt, war ein völliger Triumphzug, das Ding, die Tour. Hehe. Ja, kommt am 22. Oktober raus, heißt endlich Urlaub, ist fantastisch. Wann geht's dann wieder? Am 1. Dezember. Im ersten Nee, in Urlaub. Ärzte. Nee, sofort sowieso nicht. Wir haben jetzt erstmal Urlaub eingeplant. Also wir machen jetzt erstmal die Lesetour noch. Und die nächsten Konzerte wird es hoffentlich Ende Mai in Japan geben. Wobei die Termine immer noch nicht bestätigt sind. Wir spielen ja als Vorgruppe der Garlic Boys, die diesmal auf der Tour als Vorgruppe von uns da waren für einige Konzerte. Und die haben ihre Tour halt noch nicht gebucht. Sobald die ihre Tour gebucht haben, wissen wir, was für Termine wir haben. Und dann stellen wir es auch sofort ins Netz unter www.bademeister.com. Und dann werden wir wohl ein paar Festivals spielen nächstes Jahr in Deutschland. Nee, noch nie.
Ja, es wird bestimmt lustig. Also so oder so wird es lustig. Entweder finden die uns total scheiße oder sie finden uns gut, oder wir sind ihnen egal, aber lustig wird es für uns auf jeden Fall. Wir lesen. Es gibt eine Biografie über uns, die wir zum Teil selber mitgeschrieben haben. Die heißt Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf. Wie auch sonst, müsstest du jetzt sagen. Also ich sag's nochmal, die heißt Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf. Wie auch sonst. Oder? Und daraus lesen wir vor. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Dieses Jahr werdet ihr uns einfach nicht los. Oh nein, die Herz ist schon wieder. Oh nein, jetzt der Typ auch noch solo. Oh Gott. Das heißt aber, bedeutet ja auch irgendwie, wenn dann die Festplatte wieder kommt, dass du selber gar nicht. Ich würde super gerne, aber es ist jetzt noch zu wenig Programm. Ich habe ein Album und ein paar B-Seiten. Das sind über den Daumen 60 Minuten. Plus Gequatsche sind 90 Minuten vielleicht, aber das reicht mir nicht. Also ich spiele ja gerne richtig lange, lange, lange. Das heißt, du würdest auch automatisch sozusagen den gesamten Ärzte-Back-Katalog niemals erreichen? Nein, auf gar keinen Fall. Keine Tote-Hosen-Cover-Version oder so, nein. Also ich denke eher darüber nach, wenn das Album jetzt irgendwie gut anläuft, schnell ein zweites Solo-Album aufzunehmen. Also schnell heißt irgendwann nach dem nächsten Ärzte-Album. Und dann würde ich sofort auf Tour gehen. Sofort. Jetzt sind die Ärzte tatsächlich angesprochen. Die beste Band der Welt, ja. Ja, genau. Aber immer noch super erfolgreich. Ja, das ist wirklich so. Zwei Generationen sind da. Das ist der Hammer. Wollt ihr euch nicht endlich auflösen? Nein, noch nicht. Jetzt sind die Ärzte sehr erfolgreich. Ne? Hast du nicht Angst, dass du irgendwann mal drei Beine hast? Also, er hat sich verzettelt. Ja, auf jeden Fall. Genau, Heavy Metal. Erstens super erfolgreich. Solo ist ja immer noch eine bisschen andere Geschichte. Eine ganz andere Geschichte. Ja. Wie ist denn deine real existierende Einschätzung und sozusagen deiner Chancen? Mach ich nicht. Weil das wäre entweder entmutigend oder würde mich falschen Vorstellungen hingeben. Ich habe es gemacht, weil ich das Bedürfnis hatte, noch mehr Musik zu machen. Und jetzt schauen wir mal. Und wenn das ganze Ding klappt, auch. Auweia. Die Schäfchen dürfen ja trocken sein. Die sind, also, verstehst du? Zwei Dächer und da drüber noch irgendwie. Die sind auch alle in Zellophan eingewickelt, also da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Bela dreht im Oktober, November bis in Dezember rein wohl in St. Petersburg seine erste fette internationale Produktion, Hauptrolle in dem Film Die Edelweißpiraten. Und was Rott macht, weiß ich nicht genau. Also der hält sich immer ein bisschen bedeckt. Keine Ahnung. Wie oft haben wir jetzt so in der Zeit, in der ihr nicht zusammen getunelt seid oder Kontakt? Ja, wir telefonieren. Wir treffen uns eher selten, weil ich bin meistens verreist. Und die anderen machen irgendwas. Also die stehen ja nicht still und sitzen zu Hause und sagen, oh, hoffentlich ruft der Farin jetzt mal an. Also ist auch ganz gut, weil wir sehen uns, wenn wir uns sehen, auf Tour oder im Studio sind wir dann irgendwie teilweise 16 Stunden am Tag zusammen auf engstem Raum. Da ist es auch ganz gut, wenn wir dann mal so 2-3 Monate uns gar nicht sehen. So, das tut der Dynamik gut. Vor und zurück. Ja. Zweite Single und vielleicht sogar eine dritte. Ja, die zweite Single heißt Tsumisu. Ein Lied über Smiths-Fans. Und die dritte wird wahrscheinlich Okay heißen. Wenn es nach mir geht. Und da es nach mir geht, heißt die dritte Single Okay. Nein, ich hatte ein Treatment geschrieben für Glücklich, ausnahmsweise mal, oder zumindest das Gerüst eines Treatments. Und dann hat Olaf ein richtig fertiges Treatment daraus gemacht, aus dieser Idee. Dann haben wir in München versucht zu drehen und der Dreh ist komplett wegen orkanartigen Regenfällen ins Wasser gefallen. Das war ein sehr, sehr teures Vergnügen. Und dann hatten wir das noch größere Vergnügen, innerhalb von 3 Tagen ein zweites Video aus dem Boden zu stampfen. Und die Idee dafür hatte einer der Kollegen von Erste Liebe Filmproduktion. Also die Grundidee so, Betonklotz. Und den Rest haben wir dann zusammen ausgesponnen. Und das ging dann gerade so. Für das zweite ist das Video schon gedreht, das haben wir am Tag vor Glücklich gedreht. Und für das dritte gibt es auch eine Idee von mir, die zusammen mit einer Idee von Olaf demnächst hoffentlich verfilmt wird.
Das darf ich dir nicht sagen, weil das wird eine richtig schöne Überraschung. Das ist echt ein super geiles Video geworden. Sorry. Ich würde es dir gerne sagen, aber ich darf es nicht. I don't know German at all and it's so difficult. The three of us who aren't Chris are very lucky because he takes. Hey, my name is Lenny Kravitz and my last rock and roll moment was just now. Did you see that? That was it. See? Right there. I am a rock and roll moment. My life is a rock and roll moment. Did you catch it? There it was, right there. You got it?